Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Herzlich willkommen zu einem neuen Reisevideo. Heute nehme ich euch mit auf die Fahrt oder Reise nach Stuttgart. Und zwar starte ich gerade bei uns, bin gerade zu Hause im Betrieb los. Jetzt geht es zum Flughafen in der Hoffnung, dass ich ganz gut durchkomme. Dann fliege ich nach Stuttgart, da erwarten mich nämlich verschiedene Sachen. Heute Abend die Weltpremiere zweier neuer Modelle, die ich euch zeigen will. Und zwar den Westfire Kelsey auf einem neuen Basisfahrzeug und ein komplett neues Modell, was es noch gar nicht gab, ein Westfire Club Joker Urban. Und dann gucke ich mal, was auch in Stuttgart noch so alles ist. Aber vor allem ist für mich ein wichtiger Austausch mit Kollegen, Werken und allem. Und ich habe gedacht, warum soll ich euch nicht mit auf meine Fahrt nehmen? Also, lasst uns gemeinsam schauen, was die CMT in Stuttgart für uns zu bieten hat. Los geht's, viel Spaß, einen guten Flug, eine gute Reise. Und dann gucken wir mal, was ich euch am Wochenende an Neuigkeiten präsentieren kann. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich sitze schon viel zu lange hier am Flughafen, weil ich dachte, heute streiken die Bahnen, heute stehen Traktoren im Weg und ich brauche wahrscheinlich wahnsinnig lange. Aber hat gut funktioniert, habe noch schön hier gefrühstückt. Oh, und jetzt warte ich auf meinen Flieger und dann bin ich super gespannt, was es zu sehen wird. Wünscht mir einen guten Flug, danke und dann gucken wir mal, was auf der Messe passiert. Premiere, die wir im Rahmen der CMT mit Ihnen heute feiern dürfen, um Ihnen unsere neuen Fahrzeugmodelle Club Joker Urban und Kelsey zu präsentieren. Mit dem Club Joker Urban werden wir als Westfalia in ein komplett neues Fahrzeugsegment der urbanen, kompakten Campervans eintreten und wollen mit Ihnen, liebe Handelspartnerinnen und Handelspartner, diesen Markt erobern. Der erste Tag ist rum. Eigentlich ist heute Freitag und der Tag ist schon ganz schön lang. Und die Westfire-Präsentation ist vorbei. Wir haben hier einen Club Joker Urban und da hinten den neuen Kelsey, der auch wirklich dann New Kelsey heißt. Und ich will jetzt mit euch mal ganz kurz da rumgucken. Und ich glaube, wir machen das am besten so, dass ich die Kamera einmal drehe. Na, erstmal drehe ich mich kurz, um euch so ein bisschen mit abzuholen und wir gucken uns das mal an. Was ich nämlich zum Beispiel schon mal ganz klar finde, ist, dass die neue Front des Fords eine sehr, sehr geschickte Sache ist. Ich finde es ein bisschen schräg, mit der Kamera alleine zu sprechen. Das müssen wir beim nächsten Mal wieder anders machen, aber für so einen kurzen Messebesuch geht es tatsächlich nicht anders. Also das ist die neue Ford-Front, aber euch wird ja sicherlich eher interessieren, wie es in dem Auto aussieht. Und dafür gehen wir jetzt mal gemeinsam rein und gucken uns das an. Ich drehe mal die Kamera um und dann bin ich gleich wieder da. Das ist der Blick in den Club Joker Urban. Das, was dieses Fahrzeug absolut einzigartig macht, ist, dass wir im Prinzip ein super bewährtes Konzept genommen haben, was wir aus ganz vielen anderen Fahrzeugen kennen, nämlich diesen klassischen VW California und Marco Polo Grundriss, aber mit einem etwas eingekürzten Küchenblock. Das heißt, dieses Stück Küchenblock fehlt einfach und das führt dazu, dass wir hier auf der Seite, das ist von der Kameraführung leider nicht optimal, wenn ich das alleine mache, eine zweite Schiebetür haben. Und so habt ihr die Möglichkeit, oh, ich hoffe, keinem wird schlecht heute, habt ihr die Möglichkeit,
das Auto wirklich im Alltag voll als PKW zu nutzen. Zwar könnt ihr wählen, ob ihr hier zwei Einzelsitze haben wollt oder eine klassische Schlafbank, da versuche ich morgen nochmal einen Schnappschuss von zu machen, oder zusätzlich, also insgesamt 6 Sitzplätze, 4 hinten, 2 vorne. Und so ist das, soll das diese Brücke schlagen zwischen dem Alltags-PKW und im Urlaub dem klassischen California- oder Marco Polo-Ersatz, in dem man dann auch wirklich toll schlafen kann. Hier vorne im Küchenblock habt ihr klassische Kühlbox. Und alles ist darauf ausgelegt, es eben auch rausnehmen zu können. Und dann kann man, wenn man campt, eben unten ein Doppelbett bauen. Und zusätzlich, das wird jetzt wahrscheinlich sehr dunkel sein hier auf der Messe. Okay, so sieht das dann nachts in dem Camper aus. Ich mache morgen ein Foto und dann blenden wir euch das ein, beziehungsweise nehmen wir einfach ein Prospektbild. Das, was ich cool finde, ist vom Sitzkomfort hier in so einem Schienensystem, was serienmäßig mit dabei ist, die Einzelsitze zu haben. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch nur einen Sitz drin haben und das Fahrrad dann eben transportieren. Und dann finde ich das Ganze von der Formsprache, wenn man sich das hier mal anguckt, eine super elegante Lösung, wie das da ist. Wir wollen heute nur den Schnelldurchgang machen. Schönes Waschbecken. Ups. Klitzekleiner Kocher, ein Einflammkocher, auch was, was man selten sieht. Kleine Besteckschublade hier vorne. Alles noch im Prototypenstatus, also hier sind noch ein paar 3D-gedruckte Teile drin. Schöner Stauraum. Ist nicht, ah, guck mal, das kann man auch öffnen. Und da hinten auch. Also insgesamt ist alles auf Luftigkeit ausgelegt. Ich muss mal hier wieder rückwärts aus dem Auto raus. Und so hat man das drin. Das ganze Licht ist dimmbar, die Farbe ändert, also die Lichtfarbe änderbar von kaltweiß bis total gemütlich. Kann man alles mit einstellen. Sobald wir dann die kompletten Daten haben, mache ich nochmal. So, habe ich euch doch wieder. Sobald wir die kompletten Daten haben, mache ich für euch nochmal ein komplettes Video von dem Fahrzeug, wo ihr dann wahrscheinlich einfach nochmal deutlich mehr mitbekommt. Ich drehe nochmal weg von mir. Hier auf der Seite habt ihr dann quasi die zweite Schiebetür. Ich nehme nochmal die ganze Optik von dem Fahrzeug für euch auf. Ich finde, das ist richtig schick. Das ist auf jeden Fall, wir blenden euch jetzt nochmal den Namen dieser Außenfarbe ein. Das ist was, was auf jeden Fall gut funktioniert. Und dann muss man sagen, der Club Joker Urban geht halt vorne hoch. Der New Kelsey ganz klassisch hinten. Aber den gucken wir uns gleich separat nochmal an. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick hinten rein. Dann habt ihr das nämlich auch. Ganz klassisch, oh, sehr dunkel. Mache ich auch nochmal ein Foto von. Ganz klassisch hier hinten den großen Stauraum. Und oben drüber den Blick nach vorne. Das ist das ganz neue Cockpit. Auch das werde ich euch nochmal ganz in Ruhe zeigen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen abgeflachtes Lenkrad. Oben und unten. Alle Steuerungsmöglichkeiten. Und dann in der Mitte hier dieses riesengroße Touch-Display, was da ist, was einfach alles da drüber regelt. Trotzdem noch ein paar Tasten. Auch der Wagen, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, hat hier Heizdrähte drin. Das heißt, wir haben eine beheizbare Frontscheibe. Grundsätzlich gibt es den Club Joker Urban zum Anfang in zwei Varianten. Eine Basic-Variante. Wir blenden euch den konkreten Preis nochmal ein. Die kriegen wir morgen. Die wird ungefähr 64.000 Euro sein. Dann hat er, glaube ich, 136 PS. Die Wohnmobilwelt hier hinter mir ist bei beiden Autos identisch. Also immer mit Heizung, immer mit Kühlschrank, immer mit voller Ausstattung. Und dann wird es ein voll ausgestattetes Auto geben mit nahezu allen Optionen. Der wird ungefähr 78.000 Euro kosten und dafür habt ihr dann 170 PS Automatik, alle Assistenzsysteme, großes Radio, Abstandsregel, Tempomat, Allradantrieb, ganz wichtig, also alles, was das Herz begehrt. So, wir werfen jetzt nochmal einen Blick drüben auf der anderen Seite rein, damit ihr auch beim Kelsey nochmal eine Idee bekommt, wie, was es da Neues gibt. Und dann, finde ich, haben wir schon einen ganz guten Überblick, was es bei Ford gibt. Und sobald die beiden Autos dann bei uns sind oder wir nochmal den Weg zu einem finalen Serienmodell bei Westfire haben, werden wir, denke ich, nochmal eine volle Dokumentation für euch machen in allen Details. So, jetzt ist der Tag, der erste Tag wirklich rum. Das hinter mir ist die dunkle Messehalle. Wahrscheinlich bin ich da als Letzter gerade raus. Die Autos habe ich mir angeguckt. Ich glaube, der Club Joker Urban ist eine wirklich coole Sache. Der
New Kelsey ist auf jeden Fall auch eine richtig schöne Weiterentwicklung. Leider natürlich auch wieder ein kleines bisschen teurer geworden als vorher. Das zeige ich euch alles, sobald wir die Autos auf dem Hof haben. Ich hau mich jetzt auf jeden Fall erstmal in die Koje und guck mal, was der morgige Tag so bringt und hoffe, dass ich jetzt im dunklen, kalten Stuttgart den Weg in mein Hotel finde. Tag 2 geht los. Es ist kalt, wie man sehen kann. Und ich habe gedacht, Fuchs wie ich bin, fahre ich nicht mit dem Taxi und stelle mich, ich weiß nicht, ob man das da ganz hinten im Hintergrund sehen kann, den Stau auf der Autobahn bzw. Zufahrt zur Messe, sondern laufe ein paar Minuten zu Fuß und fahre mit der U-Bahn, die gleich kommt, für 1,80 Euro und mache mir einen schönen Tag auf der Messe. Nachdem ich jetzt einen Tag lang auf der Messe rumgelaufen bin, kann man ganz klar sagen, die CMT ist größer, als man auf den ersten Blick denkt. Es ist halt nicht mehr eine einfache Regionalmesse, sondern durch das tolle Messegelände direkt am Flughafen einfach zu einer klassischen Herstellermesse geworden. Mit dem einzigen Nachteil für euch, dass man hier eigentlich nur regional die Händler hat. Das heißt, wenn ihr nicht aus Stuttgart und Umgebung oder zumindest mal Süddeutschland seid, macht das Kaufen hier sicherlich keinen Sinn. Das hinter mir ist die Halle 5. Da irgendwo ist La Strada, das gucke ich mir jetzt an. Es ist auf jeden Fall mehr Camping und Caravaning geworden, als es in den Jahren vorher war. Von diesen Hallen gibt es hier, also es ist links, rechts aufgeteilt. Ich drehe mich mal um. Hier ist eine Reihe Hallen. Und da drüben hinter der Glaswand kommt ein bisschen Leerraum und dann kommen die gleichen Hallen nochmal. Das heißt, wir haben hier auf dieser Seite die Hallen 1, 3, 5, 7, 9 und auf der anderen Seite 2, 4, 6, 8, 10, kann ich nicht schön sehen. Die andere Seite war bisher immer Tourismus, durchgehend. Davon sind aber jetzt auch 2 oder sogar 3 Hallen zu Camping und Wohnmobilen geworden. Also es ist eine große Messe und ein Besuch auf jeden Fall wert für eine Vorinfo. Und alles andere macht dann am besten regional mit eurem Partner vor Ort. So, bei La Strada auf dem Stand sind viele Sachen, die wir letztendlich kennen. Wir gehen hier einfach mal gemeinsam rum. Der Stand ist was, was ihr immer und überall wieder erkennt. Das große Wiedererkennungszeichen von La Strada ist hier der Holzhanger, nenne ich das mal, und der blaue Turm dahinter. Das ist in Düsseldorf und überall das Gleiche. Neues gibt es nicht wirklich vieles. Es gibt eine neue Holzfarbe, die zeige ich euch gleich mal. Und ansonsten stehen hier einfach ein paar schöne Fahrzeuge, die wir aber alle schon aus allen möglichen Videos super gut kennen. Wir haben hier einen Avanti C in Eiche Hell stehen, der schick ist. Das ist was, was ich hier noch nicht gesehen habe, deswegen gucken wir da jetzt mal gemeinsam rein. Und zwar ist das ein Avanti L, aber in einer relativ spannenden Farbkombination. Wir haben Grau, also das Grau-Matt kombiniert mit weiß-matten Klappen und einem lachs-roséfarbenen Stoff. Schreibt mal in die Kommentare, ob das eine gute Idee ist oder ob eher nicht. Ich bin ja bei La Strada irgendwie den Eichentönen verfallen und finde, die kann man am besten kombinieren. Zum Beispiel, ich zeige euch das mal, da hüpfen wir mal kurz rüber in das nächste Auto. Zum Beispiel so, das finde ich eine super schlüssige Variante. Wir haben hier Eiche hell kombiniert mit den dunkelgrau matten Klappen und einen super schön dazu passenden Stoff und der grauen Wandbespannung. Da würde ich sagen, genau so nehme ich das. Gefällt mir richtig gut. Das Auto ja sowieso, aber so eben auch die Innenausstattung. Und dann stehen hier bei La Strada natürlich auch ganz klassisch die Mercedes. Ein Regent S, erstaunlicherweise mal als Heckantrieb, nicht als Allrad. In weiß, nee, so rum sieht man es nicht, ich muss das doch andersrum machen, Sekunde. In weiß mit blauem, so navy-blauen Leder, Betonklappen. Ich weiß nicht, ist blaues Leder vielleicht eine Farbe, die uns mal gefällt? Ich bin da ja auch immer so braun, schwarz, Anthrazit irgendwie. Auch das wäre was, wo man mal drüber nachdenken kann. Die Kombi geht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man dazu betonfarbene Klappen braucht. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine sehr clean, sehr moderne Optik. Dann steht hier natürlich der Avanti EBF da hinter mir. Da haben wir ein ausführliches Video bei der Tagung zugemacht. Das ist noch genau das gleiche Auto. Da brauchen wir nicht wirklich reingucken. Den Avanti EB hier. Ene mene mu. Auch ein wunderschönes Auto, aber ausführlichst in allen Varianten vorgestellt. Das, was wir halt nicht so oft sehen, ist das ganze Thema Nova und Nova EB. Hier haben wir
zum einen, und das ist, glaube ich, ganz cool, um euch nochmal zu zeigen. Ja, ich filme es gleich nochmal ab und wir blenden das jetzt drüber. Hier ist eine neue Bobbit-Felge drauf, die auf jeden Fall zu so einem Offroad-Auto, ich mochte die eigentlich immer nicht so leiden, aber ich finde, zu so einem Offroad-Auto passt der Look, kriegt man das hinten vielleicht besser mit dem Licht drauf. Nee, müssen wir einblenden. Ich finde, der Look passt zu dem Offroad-Auto auf jeden Fall hervorragend. Und auch das Auto ist von innen relativ spannend zusammengestellt. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal rein. Absperrung wieder zu. Wir haben nämlich hier, ich glaube, so könnt ihr es am besten sehen, Soft-White-Matten-Möbelbau mit den aktuellen roten Klappen, die sind ja nicht mehr so krass rot wie vorher. Und das dann mit einem hellgrauen Leder kombiniert. I don't know. Es ist immer wieder spannend, wie viele Variationen man bei Lastrada haben kann. Der Grundriss ist ja bekannt. Beim Nova EB gleichbleibend 7 Meter Sprinter, also 6,99. Heckgarage, Einzelbetten, kleine Küchenzeile, echte separate Dusche und da vorne eine klassische L-Sitzgruppe. Und zudem gibt es ja noch den kleineren Bruder, den Nova M. Und da gehe ich jetzt nämlich auch noch mal rüber. Und der Nova M letztendlich, oh, ich stehe ein bisschen unglücklich im Licht, machen wir so. Und der Nova M letztendlich auch ein bekannter Grundriss mit dem, ich entschuldige mich für die Kameraführung, mit dem Einzelbett hinten, der exakt gleichen Nasszelle, wie ihr das von dem anderen kennt. Und vorne auch der Sitzgruppe, aber dann eben darüber mit dem Hubbett. Und das wieder ist, aber da sind wir wieder bei dem gleichen wie eben, Eiche Natur mit einem anthrazitfarbenen, das ist Lederhai, kombiniert mit den Grauen. Das finde ich passt hervorragend zusammen, wobei das ein bisschen grau-grau ist und das ja so ein bisschen schlammgrau. Ich habe jetzt, wir kriegen unseren neuen Regent EB, den wir euch bestimmt auch demnächst sehr ausführlich zeigen können. Eigentlich in diesem Holz mit den Klappen, aber wir haben uns dann für Lederanthrazit entschieden, weil ich finde, dass das, wie kann man das machen, dass das hier halt ein graues Grau ist und so ein bisschen nicht das Schlammgrau. Aber ich finde auch das hier eine sehr, sehr schicke Variante in der Zusammenstellung. Und dann haben wir noch einen Regent EB. Das ist ein Auto, was wir ja auch schon gezeigt haben. Da machen wir von unserem Vorführer nochmal ein ausführliches Video, aber der hat tatsächlich da oben was Lastrada, wie machen wir denn das am besten? Ich drehe euch mal um und erzähle euch ein bisschen was dazu. Mit so einem Solarmodul vorne drauf, auch eine spannende Variante. Markise an der Seite und Lightbar vorne. Aber das, und das muss ich mit dem Werk noch klären. Hier steht Offroad Kit Regent EB, Solarmodul 120 Watt, Dachreling und LED-Strahler. Unverkäufliches Muster. Will man uns nur anfüttern? Ist das jetzt eine gute Idee, da vorne das drauf zu haben? Auf jeden Fall wild, das Solarmodul vorne zu machen, wenn man ja eigentlich einen 7 Meter hat. Ah, okay, ich sehe schon, der hat oben drauf noch deutlich mehr Solar. Und das hier ist übrigens die Außenfarbe, dass ich keinen Quatsch erzähle. In dem Messelicht wirkt das manchmal unterschiedlich, aber das ist, wie ich gedacht habe, Selenitgrau. Und das hier wären die Delta 4x4 Felgen. Wir haben uns bei unserem Regent EB entschieden, den Steingrau zu machen. Das finde ich bei dieser Offroad-Farbe mega gut. Und letztendlich der letzte Wagen bei Lastrada. Ein Avanti H+, ein Auto, was so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil er einfach kaum wahrgenommen wird. Ist auch eine etwas ungewöhnliche Lösung. Wir haben 6,36, extra hoch, extra lang. Aber vorne mit dem Hubbett gibt es auch ein Video zu, das verlinken wir euch. Dann hat man halt so einen gewaltigen Stauraum hinten, aber eben kein festes Bett. Ja, welcher Lastrada davon wäre jetzt der richtige für euch? Ich finde, es sind immer wieder schöne Autos. Ach so, ich habe vergessen, fast hätte ich vergessen, euch das neue Holz zu zeigen. Das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Einmal umdrehen. Und zwar kommt das neu mit dazu. Eine riesengroße Auswahl an schönen Lösungen. Da haben wir ja auch diverse Videos gemacht, die euch so ein bisschen zeigen, was es an Varianten gibt. Ja, ich schaue mich weiter auf der Messe um. Also bei Lastrada im Detail ein paar schöne Sachen. Autos in guter und hoher Qualität, die zuverlässig
arbeiten und kommen. Also für uns weiterhin ein toller Partner. Das muss man ja ganz klar sagen. Ich habe gestern lange mit Kollegen gesprochen. Wenn ich mir angucke, wie lange wir schon mit denselben Marken zusammenarbeiten und ich auf jeder Messe setzen wir uns hin und sagen, sind das die richtigen Partner für uns? Und ich denke immer noch, dass wir in diesem Paket Pössl mit den ganzen Untermarken Lastrada und Westfalia einfach eine super runde Kombi haben und euch wirklich vom günstigsten Kastenwagen, ein Roadcar 45 als Einstiegsfahrzeug, bis hin zu den beiden GFK-Bombern da hinten, die ja bei uns so ein bisschen das obere Ende markieren, die bunte Bandbreite an allem, was im Kastenwagensegment drin ist, anbieten können. Wie auf allen anderen Messen ist bei Pössl hier am meisten los. Boah, die Sonne scheint, das ist echt schön hier. Wir fangen in der ganz kleinen Ecke an. Geh einfach mal durch, aber ich habe eben schon ein bisschen geguckt. Im Prinzip gibt es nichts, was für uns wirklich neu ist. Ich hole euch gleich mal ab und wir gucken uns für die Schwenkbäder eine Kleinigkeit an, die da gemeinsam drin ist. Ansonsten haben wir aber gleichbleibend dieselben Modelle. Hier in der Ecke zum Beispiel die hohen D-Line-Autos, den Road Cruiser und den Road Cruiser XL. Aber das, was wichtig ist, ist, eigentlich gibt es nur zwei, drei Kleinigkeiten. Wir haben in der Ecke der Vanline-Autos, also von dem, was hier hinter mir ist. Oh, ganz schön viele Menschen. Ein Sondermodell, und zwar den Campstar Plus. Das ist, glaube ich, ganz attraktiv verpackt, aber da gucken wir jetzt mal gemeinsam Blick rein. Mal gucken, ob ich mir einen kleinen Platz erkämpfen kann. Bei den Vanline-Autos ist es auf jeden Fall weiterhin so, dass wir Space Tourer und Mercedes V-Klasse bzw. Vito Tourer im Programm haben. Da tut sich in dem Sinne nicht viel. Der Campstar ist halt von innen komplett neu designt zu diesem Modell, ja, aber das habt ihr schon auf der Händlertagung und in Düsseldorf gesehen. Das heißt, es gibt weiterhin hier so wie da hinter mir den türkisfarbenen bzw. Lagoon Blue Space Tourer als Kultmodell und dann den Vanstar und Campstar auf Mercedes. Und der Campstar Plus ist einfach ein relativ streng limitiertes Modell. Am Ende ist es ein ganz normaler Campstar, nur in einem sehr vorgegebenen und tollen zusammengestellten Preispaket. Also wenn der für euch interessant sein sollte, das wird, glaube ich, relativ schnell erledigt sein. Vielleicht ist es das sogar schon, aber sollte das für euch was Interessantes sein, was jetzt reinkommt. Also, falls Interesse daran besteht, sprecht uns an, da müssen wir gemeinsam schnell sein. Vielleicht passt ja einer für euch. So, bei Pössl gibt es ansonsten in den Fahrzeugen nicht wirklich viel Neues. Wir haben eigentlich nur eine Kleinigkeit neu und dafür werden wir uns jetzt in diesen Summit Prime 640 reinschauen. Gar nicht, weil es ein Prime 640 ist, da ist alles gleich, sondern ein bisschen was anderes. Und ich höre schon, das sieht so viel größer aus im Innenraum. Das werden wir also gleich mal angucken, wenn da ein bisschen Raum drin ist. A few moments later. Much, much, much later. 1 million zillion jillion dillion quadrillion times later. Bei Pössl haben wir nicht so viel Neues, es gibt eigentlich nur zwei Kleinigkeiten. Und die sind beide im Summit, deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit nach vorne. Und zwar haben wir in den Summits jetzt ja seit dem Modelljahr 24 das Fenster in der Nasszelle-Serie, also bei allen Autos, die quasi dieses Schwenkbad haben, was wir ja aus allen kennen, ist das Fenster in der Nasszelle-Serie. Damit ist aber ja bei den meisten Schrank weggefallen. Und dafür gibt es jetzt hier oben so Taschen, die sind nicht Serie, sondern eine Option für alle Autos, die ab März kommen, bestellbar. Ich versuche, da kann man da, na, da sind so Schiff-Banngurte drin. Das Schöne hier ist, dass man die Tasche quasi nehmen kann, rausnehmen kann und dann habt ihr quasi die Tasche in der Hand und könnt damit auch auf dem Campingplatz losgehen. Da gibt es noch so einen Spanngurt, der hier einfach eingeklippt wird und dann kann man das quasi wie eine Handtasche nehmen und mitnehmen. Und zu dem Taschenpaket gehört, das machen wir mal wieder so, zum Taschenpaket gehört auch hier noch die Tasche, dass einfach mehr Ablagen sind. Das ist das eine, was neu ist in der Nasszelle bei den Summits. Das zweite ist, jetzt gucken wir mal gemeinsam an die Decke, wir haben ja durch das Nasszellenfenster serienmäßig keine Dachhaube mehr. Für alle Fahrzeuge, die ab
März oder April produziert werden, können wir jetzt auch wieder eine Nasszelle als Option bestellen. Das wird ungefähr 500 Euro Aufpreis kosten. Ansonsten sind die Modelle exakt gleich geblieben. Das heißt, wir sind jetzt hier zum Beispiel gerade in einem Prime 600 und haben einfach vorne mit dem Skyroof und dem vielen Licht viele schöne Sachen drin. Da haben wir übrigens noch zwei oder drei Fiat Neungang-Automatikfahrzeuge in Schwarz und in Silber bzw. Athens Grey. Das werden die letzten Neungang-Automatikautos sein. Ab Modelljahr 25 kommt ja dann die neue Fiat-eigene Achtgang-Automatik. Ich gucke mal rum, was hier sonst noch so gibt, aber eigentlich sind der Campstar Plus, die Taschen hier im Bad und die Dachhaube als Option die einzigen echten Neuigkeiten. Was im Prinzip auch kommt, leider sich ja verändert, das habt ihr in einem der letzten Videos gesehen, die Vario-Ecke, das heißt die Autos mit den festen GFK-Hochdächern. Die Geschwister sind nur noch zu dritt, die haben quasi den einen Vierling verloren und zwar haben wir jetzt noch den Vario 545, den Touring Vario, den wir ja aktuell fahren und den Concorde Compact. Den einzigen 540er mit einer klassischen Vierersitzgruppe. Da haben wir übrigens auch einen, gerade bei uns in der Ausstellung, also wenn man sich das mal anschauen will, eine schöne Lösung. Der Touring Vario für mich eine der schönsten Varianten für vier Personen, wenn man vor allem, wenn man kein Aufstelldach haben möchte. Und da kommt jetzt in Kürze auch endlich das Video, wie wir unser Auto umgebaut haben. Der kriegt jetzt noch eine Trenntoilette mit rein und dann sollten wir das auch endlich zeigen können. Und der Vario 545, guck mal, da mache ich nochmal, gehen wir nochmal direkt drauf. Norman, schöne Grüße. Hier haben wir mal Campo Volo Grau. Ich gehe mal auf die andere Seite. Campo Volo Grau. Oh, von der anderen Seite auch nicht gut zu sehen. So wie wir das machen mit deinen Felgen. Das wird auf jeden Fall ein schickes Auto. Vielleicht von der Seite zu sehen. Norman, schöne Grüße. Das ist eine geile Farbe, wenn wir die richtigen Felgen drauf haben. Super schönes Auto. So, ich sehe ein bisschen zerzaust aus, merke ich gerade. Aber CMT ist für mich erstmal geschafft. Die Kollegen, die hier sind, haben noch ordentlich Arbeit zu schaffen. Wir gehen mal hier durch die Drehtür. Das geht nicht so mal eben, wenn man keine Hand frei hat. Und an die frische, kalte Luft. Sonntagnachmittag, im Prinzip von Freitagabend bis jetzt zwei pickepackevolle Tage. Bin wahnsinnig gespannt, was da an Infos für mich insgesamt rauskommt. Aber auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und für mich einfach eine super wichtige Messe, die ich zwar nur als Besucher mache, aber einfach um mitzukriegen, was los ist. Gedacht, ich mache mal direkt ein ungefiltertes Feedback, damit ich mir gar nicht zu viel Gedanken drüber machen kann. Was ist gut, was ist schlecht. Ein bisschen enttäuscht, und zwar nicht im Sinne von Qualität oder sonst was, war ich, dass nur drei Autos bei Westfalia standen. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich wir so viel Tolles da zu bieten haben. Und da möchte ich jetzt nicht gerade derjenige sein, der auf dem Stand ist und den Leuten erklärt, warum kein James Cook dasteht, warum kein Meridian dasteht, warum die großen Columbus nicht dastehen. Muss ich denn da lang? Aber mit den beiden neuen Ford-Modellen haben wir, glaube ich, zwei super attraktive Autos, die richtig gut sind. Ich muss mich ein bisschen nebenher orientieren. Hier ist alles umgebaut als in den letzten Jahren. Bei La Strada eigentlich so wie erwartet. Alle Autos da. Alle Möbelbauten da, tolle Autos, schöne Grundrisse, viel eben in der H3-Welt, das ist genau eure Lösung oder eben auch nicht. Aber jetzt auch nicht spektakulär Neues oder anderes, aber auf jeden Fall schön. Und bei Pössl, wie immer, von unseren Marken der größte Stand, gewaltig, was da steht. Unendlich viele Modelle, allein die Summit-Welt mit Shine, mit Prime, mit den normalen, die D-Line-Autos. Zum neuen Jahr wird halt viel passieren. Ein bisschen außer Atem, so schwer bepackt. Insgesamt muss man halt ganz klar sagen, wir kriegen ein bisschen neue Chassis. Vieles wird sich ändern im kommenden Jahr, aber im Großen und Ganzen bleibt erstmal alles gleich. Das sind tolle Autos und ihr müsst für euch so ein bisschen entscheiden, ob ihr einen Neuengang Fiat-Automatik wollt oder nicht, weil das wäre dann jetzt quasi der Zeitpunkt, das zu machen. Die wird nämlich dann ja nicht mehr produziert. Das wird eine Achtgang-Automatik werden. Ansonsten
bleiben wahrscheinlich zum kommenden Jahr viele Autos gleich. Nur gerade die günstigen Autos werden nochmal einen deutlichen Preissprung machen, weil Citroën und Peugeot dem Fiat angepasst werden. Das können wir nicht verhindern, das ist ein bisschen schade, aber am Ende wird es halt die Preise nochmal ein bisschen angleichen und bei den günstigen Autos eben dementsprechend nochmal anheben. Was gibt es sonst zu sagen? Ich bin fasziniert, wie viele Autos da stehen. Auch einige Marken, die ganze Hallen haben. Es ist halt schon der Wahnsinn, was hier abgefeiert wird. Und wenn man sich überlegt, dass das für dieser ganze Zirkus für 9 Tage aufgebaut wird, denke ich, halten wir euch doch lieber mit unseren Videos auf dem Laufenden. Könnt ihr in Ruhe vom Sofa gucken. Ganz entspannt, ganz lieb, ganz nett. Und uns da ein bisschen folgen. Das ist doch schön. Überhaupt nett, dass ihr mit mir unterwegs wart. Ich werde jetzt am Flieger einchecken, dann fliege ich nach Hause. Wenn mir noch was Wichtiges einfällt, melde ich mich nochmal. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid, und guckt euch unsere anderen Videos an. Schöne Grüße aus Stuttgart, bis bald im nächsten Video und einen tollen Tag noch. Ich genieße noch ein bisschen die Sonne und dann geht's ab nach Hause.